Exzellenzen, meine Damen und Herren und ganz besonders Herr Bundespräsident, ich möchte Sie auch im Namen der Bundesregierung und ganz besonders auch ausdrücklich im Namen von Außenminister Westerwelle begrüßen zum Berliner Forum Außenpolitik und ich möchte der Körperstiftung, ich möchte Sie ausdrücklich beglückwünschen für das, was Sie hier in wenigen Jahren geschaffen haben. Herr Wehmeyer, Herr Paulsen und Ihr Team gemeinsam, auch mit dem Team des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes, haben, glaube ich, in wenigen Jahren eine, naja, ich sage es mal schon, Landmark-Conference geschaffen, die zu einem spannenden Zeitpunkt im Jahr, zu einem etwas anderen Zeitpunkt, als sonst üblicherweise die Konferenzen stattfinden, eine Bestandsaufnahme des abgelaufenen Jahres und einen Ausblick ins nächste erlaubt. Das ist der spannende Punkt, bevor alle so ein bisschen vor der Weihnachtspause innehalten. Aber Außenpolitik macht nie Pause. Außenpolitik fordert uns immer. Sie fordert uns insbesondere auch gerade, Sie haben es angesprochen, Herr Wehmeyer, als Deutsche, als Bundesrepublik Deutschland. Und wir machen uns immer noch als Deutsche, auch das erfahre ich immer wieder in der Politik, wir machen uns immer noch einen viel zu geringen Eindruck dessen, wie die Welt auf uns, auf Deutschland schaut. Und deshalb müssen wir uns immer wieder fragen, werden wir unserer Verantwortung gerecht, ja oder nicht? Meine Damen und Herren, das dritte Berliner Forum Außenpolitik findet ja zu einem Zeitpunkt großer Weichenstellungen statt. In Vilna trifft sich in 2 Tagen die Europäische Union mit den Staaten der östlichen Partnerschaft. In Kabul hat die Loya Jirga gerade jetzt wichtige Entscheidungen für unser Engagement in Afghanistan nach 2014 getroffen. Und in Genf haben am Wochenende die E3 plus 3 mit dem Iran eine Vereinbarung zu dessen Atomprogramm geschlossen, die einen bedeutenden Wendepunkt nach fast 10 Jahren harter Verhandlungen bedeutet. Ich freue mich ganz besonders, auch persönlich, gerade auf dieses Panel. Bei der Planung konnte man ja nicht wissen, wie aktuell, noch aktueller es ist als ohnehin. Aber ich freue mich wahrscheinlich gemeinsam mit Ihnen auf dieses besonders spannende Panel sehr. Gleich im Anschluss hier an die Eröffnung. Bei all diesen genannten Themen, Vilna, östliche Partnerschaft, Afghanistan, Loya Jirga, aber natürlich auch Iran, hat Deutschland eine gewichtige Rolle auch in den Verhandlungen gespielt. Wir übernehmen Verantwortung, diese wird von uns erwartet und wir müssen darüber diskutieren, wo auch mehr von uns erwartet wird. Auch deshalb ist aber das Timing des Forums so interessant, weil es eben mitten in den Koalitionsverhandlungen stattfindet, auch das ist erwähnt worden. Gespannt schauen nicht nur die Deutschen auf diese Koalitionsverhandlungen. Vor allem in Europa und in der Welt wird mit Spannung diese Regierungsbildung erwartet, weil die Frage wiedergestellt wird, welche Verantwortung soll übernommen werden, was wird sich verändern. Wer nach der Rolle Europas in der Welt fragt, der wird natürlich, und es geht ja nicht nur um die deutsche Rolle, der wird natürlich auch die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union ansprechen. Und ohne wieder in den Fehler zurückzufallen, inward looking zu sein als Europäer, was wir in der Krise viel zu lange waren, möchte ich doch 2, 3 Worte am Anfang sagen über Europa, über den Stand der Krise, insbesondere auch mit Blick darauf, dass unsere Gäste aus Übersee, glaube ich, schon noch einmal zurecht hören wollen, wie wir unseren Standort bestimmen in der Überwindung der Krise, die für uns ja oft auch Ausgangspunkt für weiteres Verhalten anschließend in der Welt ist. Wir haben als Europäer zu Beginn dieser Schuldenkrise, dieser Staatsschuldenkrise, extrem vieles unterschätzt. Manches erst im Laufe der Krise dazugelernt. Zu jedem Zeitpunkt aber war der Bundesregierung klar, die Bewahrung und die Weiterentwicklung der europäischen Integration ist auch von überragendem deutschen Interesse. Und ich sage ausdrücklich dazu auch der Zusammenhalt der Eurozone als Ganzes. Heute sehen wir, dass die beschlossenen Reformen und Instrumente wie der ESM, der Fiskalpakt, der Pakt für Wachstum und Beschäftigung an der Bankenunion, das vierte Instrument, arbeiten wir ja gerade noch, zu greifen beginnen. Wirtschaftlich gibt es deutliche Anzeichen für einen erfolgreichen Turnaround. Gleichwohl wissen wir, dass wir noch weit nicht über den Berg sind und wir wissen auch, dass es starke Kritik am deutschen Leistungsbilanzüberschuss gibt. Eine Kritik, die wir nicht teilen, die wir aber sehr ernst nehmen und wissen, dass wir vielleicht deshalb besser auch kommunizieren müssen, kommunizieren und verstehen müssen, wieso diese Kritik entsteht und wieso wir sie für unberechtigt halten. Entscheidend ist, die europäische Wirtschaft bewegt sich insgesamt allmählich wieder in die Wachstumszone. Und insbesondere die ehrgeizigen Anstrengungen unserer Nachbarstaaten, vor allem der Programmstaaten, verdienen unseren enormen Respekt. Es ist,
gerade auch in Deutschland, oft immer noch viel zu wenig bekannt, welche enorme Anstrengungen auch in Griechenland, in Spanien, in Portugal, aber auch in den Nichtprogrammländern Frankreich und Italien unternommen werden. Diese Anstrengungen sind hart, sie verlangen den Bevölkerungen sehr viel ab, aber sie verdienen genau deshalb unseren Respekt und keine Belehrungen. Meine Damen und Herren, die Jugendarbeitslosigkeit, das ist das, was uns vielleicht noch am stärksten im nächsten Jahr beschäftigen wird, neben den Europawahlen. Hier haben wir Sofortmaßnahmen, Sofortprogramme in die Wege gesetzt, um mit einer Jugendgarantie bis 2016 zu versuchen, tatsächlich junge Leute von der Straße in Arbeit zu bekommen. Das und die Europawahlen, das sind die großen europapolitischen Themen des nächsten Jahres. Die Themen der Weltpolitik, wir werden gleich dazu kommen, stehen vor der Tür, aber lassen Sie mich zum Abschluss des Europathemas noch etwas zu den Europawahlen sagen. Die Europawahlen konfrontieren uns mit der Situation, dass wir nun vor der Situation stehen, dass sich die Gegner Europas sehr eng koordinieren. Populisten und Nationalisten aller Couleur sind dabei, sich aus Frankreich, den Niederlanden, Sie haben vielleicht noch im Auge das Bild, das Treffen von Geert Wilders mit Marine Le Pen in Den Haag, Sie sind dabei, ihre Kräfte zu vereinigen, um gegen dieses Europa zu kämpfen. Wir sollten hier als Demokraten unabhängig von der Parteienfarbe ein deutliches Nein entgegensetzen und klar und deutlich zur europäischen Integration und zum Euro stehen. Denn wer Populisten auch nur einen Zentimeter nachgibt, wird immer zu spät sein. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir selbstbewusst in diese Europawahlen gehen und erklären, was wir europapolitisch tun. Denn ich bin überzeugt, es lässt sich erklären und es lässt sich auch kritischen Bevölkerungen erklären, denn das ist der Sinn von Demokratie, dass die Gewählten ihre Politik den Wählern erklären und dafür gerade stehen. Meine Damen und Herren, aber darüber hinaus, über Europa hinaus, stehen viele, sehr, sehr viele Themen im nächsten Jahr an. Ich möchte eines nur erwähnen, was oft, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, im Seminarprogramm dieses Jahr noch nicht vorhanden ist, aber was uns sehr beschäftigen wird die nächsten 10 Jahre. Wir stehen am Anfang der Dekade der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Also die Sustainable Development Goals, die wir gerade dabei sind zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Außenpolitik in den nächsten Jahren, die Sustainable Development Goals gemeinsam so zu entwickeln, und zwar zwischen allen Playern und so, dass es eben nicht nur eine Sache der G20 ist, sondern dass weit darüber hinaus diese Ziele getragen werden, die die Politik der Vereinten Nationen in den nächsten 10 Jahren entscheidend tragen werden. Viele haben es noch nicht auf dem Schirm, wie bedeutend dieser Prozess der Vereinten Nationen ist. Wir würden uns wünschen, dass wir gemeinsam, und wir sind als Deutschland bereit, in diesem Prozess Verantwortung zu übernehmen, wir würden uns wünschen, dass das das wichtigste und erfolgreichste Projekt der Vereinten Nationen wird. Es ist die Chance, Armutsziele, Umweltziele, Entwicklungsziele zu einem Single Set of Goals zusammenzuführen und dadurch auch bis hinein in die Sicherheitspolitik wirklich wichtige Akzente zu setzen für die globale Governance. Ein anderer wichtiger Punkt, es ist erwähnt worden, das spielt im Programm eine Rolle, die Frage, wie gehen wir um mit den Enthüllungen über die Aktivitäten der NSA, wie gehen wir damit um? Ein anderer wichtiger Punkt der Bundesregierung ist deshalb die Initiative, die wir gestartet haben vor wenigen Wochen gemeinsam mit Brasilien in den Vereinten Nationen zum Schutz der Privatsphäre. Wir haben gemeinsam mit Brasilien eine Initiative vorgelegt, wo wir in der Generalversammlung diskutieren wollen. Und wir haben erfreulicherweise sehr viel Unterstützung dafür bekommen, wie wir mit der komplexen Frage umgehen, wie Datenschutz, Privatheit, Datensouveränität, Privatsphäre, wie es international, wie es im Völkerrecht geschützt werden kann. Ein wichtiger Punkt, ein unbequemer Punkt, aber einer, den unsere Bevölkerungen von uns erwarten, ihn zu diskutieren. Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal danke an Brasilien und an alle die, die diese Resolution jetzt bereits unterstützen. Wir werben weiterhin dafür in der nächsten Wahlperiode, beziehungsweise auch unter der nächsten Bundesregierung. Jedenfalls gehe ich fest davon aus. Meine Damen und Herren, die Gewichte auf der Welt, sie verschieben sich. Wir können als Europäer unsere Werte und unsere freiheitliche Art zu leben nur gemeinsam behaupten in einer Welt des Wandels. Deshalb, wie gesagt, stehen wir zur europäischen Einigung. Aber wir brauchen auch den Mut, mehr europäische Diplomatie zuzulassen. Was europäische Diplomatie gemeinsam und mit der Hohen Vertreterin an der Spitze erreichen kann, haben wir dieses Jahr im Westbalkan gesehen, wo positive Entwicklungen
positive Entwicklungen in der Implementierung des Abkommens zwischen Serbien und Kosovo nicht nur stattgefunden haben, bis hin zum Wahlvorgang, sondern wo wir wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, jetzt in der Situation sind, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich die Verhandlungen eröffnen können mit Serbien. Auch im Iran haben wir gesehen, was europäische Diplomatie, was die Hohe Vertreterin zu leisten mag. Diese Erfolge sollte man auch sehr deutlich aussprechen. Deshalb ist der Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes nicht nur in diesem Sinne momentan wichtig, sondern er ist eine weltweit ziemlich einmalige Leistung. Es ist ein Prozess, wie sukzessive über viele Jahre hinweg Staaten der Europäischen Union sich gemeinsam einen Auswärtigen Dienst geben. Das geht nicht immer ohne Ruckeln, das geht nicht immer reibungslos, aber es ist wichtig und es ist entscheidend deshalb, dass wir die Überprüfung dieses Prozesses jetzt nutzen, um den EAD, den Europäischen Auswärtigen Dienst, besser zu machen. Übermorgen, meine Damen und Herren, beginnt in Vilnius, das Gipfeltreffen der EU mit den Staaten der östlichen Partnerschaft. Die EU besitzt, wir spüren das jeden Tag, eine enorme Anziehungskraft für diese Gesellschaften der östlichen Partnerschaft. Die Vorbereitungen auf den Gipfel und die Entscheidung der Ukraine haben gezeigt, dass dies ein langer und schwieriger Prozess auch noch sein wird. Die EU hat der Ukraine ein weitreichendes, ich würde wirklich ausdrücklich sagen, ein sehr weitreichendes und auch gut kommuniziertes, auch gegenüber allen anderen Nachbarn, inklusive Russland, gut kommuniziertes Angebot gemacht, enger politischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Dieses Angebot einer echten Partnerschaft steht. Unser Interesse an guten Beziehungen zur Ukraine ist gut gebrochen, ist ungebrochen. Es setzt aber voraus, dass in Kiew der Wille herrscht, einen europäischen Weg der Entwicklung zu gehen. Wir wünschen uns eine Ukraine, die unsere Werte teilt und mit uns ihren Weg zu mehr Freiheit und Wohlstand geht, gemeinsam, insbesondere aber in einem Prozess, der gegen niemanden gerichtet ist, denn die Zeit der Nullsummenspiele ist, ich denke, da sind wir uns einig, wirklich vorbei. Es geht auch hier bei der östlichen Partnerschaft um Mehrwert für alle, ausdrücklich unterstrichen für alle. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende und denke mal, dass Sie genauso wie ich gespannt sind auf das Panel anschließend. Wir sind in vielen anderen Bereichen, die ich noch erwähnen könnte, der Nahostprozess ist heute noch wenig erwähnt worden, aber anderen Bereichen, China, wenn wir die neuesten Entwicklungen hören, auch in Entwicklung der Fragen der Sicherheit im pazifischen Raum. Wir haben viele Gründe, gemeinsam hier im Berliner Forum Außenpolitik zu diskutieren und zu sprechen. Bei all diesen Fragen möchte ich Sie nur um eines noch bitten, sozusagen auch stellvertretend für die vielen Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die hier unter uns sind und die ich leider, bitte um Entschuldigung, am Anfang vergessen habe zu begrüßen. Deutsche Außenpolitik hat immer auch damit zu tun, dass wir bereit sind, unser Handeln zu legitimieren vor der Bevölkerung. Wir brauchen für fast alle Fragen der Außenpolitik, insbesondere wenn es um Euro-Garantien oder um internationale Missionen der Bundeswehr geht, wir brauchen die Zustimmung unseres Parlaments, unseres Bundestages. Das ist ein wichtiger Aspekt der Demokratie, der uns aufgegeben wurde durch unser Grundgesetz und den wir tragen und verkörpern, weil es die Legitimation von Außenpolitik stärkt, wenn man bei allen Schritten das Parlament hinter sich weiß. Dieser Prozess der Legitimation dauert aber. Er braucht Zeit und er braucht den Mut auch zur Debatte, zur streitigen Debatte in der Öffentlichkeit. Das ist vielleicht einer der Gründe, wieso manchmal wir in einigen Entscheidungen uns mehr Zeit nehmen als andere. Aber nicht deshalb, weil wir uns deshalb sozusagen zurückhalten wollen und einen schlanken Fuß machen wollen, sondern weil dieser Weg der parlamentarischen Beteiligung, des Mitnehmens der Bevölkerung, ein wichtiger Weg ist, um öffentliche Zustimmung zu Außenpolitik zu generieren, über die geschlossenen Zirkel der Kreise hinaus, in denen sonst Außenpolitik stattfindet. Es ist ein wichtiger Weg, um unser aller Anliegen, und wir sind ja hier alle sozusagen diejenigen, die Außenpolitik professionell oder beruflich begleiten oder betreiben, ist ein wichtiger Weg, um außenpolitische Ziele öffentlich zu vermitteln. Und diese öffentliche Vermittlung, gerade im Wahljahr des Europäischen Parlaments, ist so entscheidend wichtig, um die Zustimmung zu demokratischen Parteien stark und aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein spannendes Forum, ein streitiges Forum mit Diskussionen am Rande und auch in den Breakout-Sessions, auch weit über die angesprochenen Themen hinaus.
und möchte nochmal ganz ausdrücklich der Körperstiftung danken für all das, was sie angestoßen hat in diesen 3 Jahren. Ich denke mal, das Projekt wird bestimmt weitergehen. Und wie gesagt, deshalb gemeinsam mit Ihnen wünsche ich eine erfolgreiche Berliner Konferenz hier beim 3. Berliner Forum Außenpolitik. Vielen herzlichen Dank.